Ja, hallo, mein Name ist Karin Fürstenwert. Karin ist ein nordfriesischer Name. Ich komme aus dem hohen Norden, lebe in der Gegend von Stuttgart, arbeite seit gut 10 Jahren im Bereich Information Management und Collaboration. Die meiste Zeit davon im Microsoft-Umfeld mit einem kurzen Abstecher in die CRM- und Salesforce-Welt. Und bei Bisy in meiner Rolle als Account Executive darf ich unser schönes Produkt bei Firmen, bei Veranstaltungen vorstellen und begleite unsere Kunden auf ihrer Reise in den Digital Workplace. Bisy ist ein internationales Softwareunternehmen. Seit 2013 bieten wir einen bereits fertig gebauten Digital Workplace an. Bisy ist ein schlüsselfertiges Produkt, basierend auf Microsoft Office 365 und kann innerhalb von 2 Stunden installiert werden. Fertiges Produkt heißt eben auch, dass alle unsere Kunden arbeiten mit demselben Produkt. Unsere Kunden mit 250.000 Mitarbeitern oder unsere Kunden mit 1.000 Mitarbeitern, alle haben die gleiche Standardlösung im Einsatz, die sie über Settings individuell anpassen. Bei uns sind keine Entwicklungen, keine Customizations nötig. Und wir haben die Vision, dass der Digital Workplace wird immer mehr zur Single-Page-Applikation. Das heißt, dass ich auf einer einzigen Seite, an einem zentralen Ort alles habe, was ich für meine Arbeit brauche. Und der Digital Workplace von Bisy ist super einfach zu nutzen. Wir wollen das Leben der Mitarbeiter, aber eben auch der Intranet Manager, der Communication Manager erleichtern und so einfach wie möglich machen. Kevin, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr beim IOM Summit unterstützt. Mit welchen Themen seid ihr denn dabei? Ja, also wir freuen uns erstmal sehr, dass wir dabei sein dürfen. Und wir wollen über Lösungen für einen erfolgreichen hybriden Arbeitsplatz sprechen. Seit 1,5 Jahren verändert sich die Arbeitswelt ja rasant. Wir waren alle im Homeoffice, es gab Lockdowns und viele sind da erst so richtig auf den Geschmack gekommen und wollen eben auch in Zukunft flexibler arbeiten, leben können. Sie wollen sich ihre Präsenzzeiten und Remote-Arbeitszeiten einteilen, frei einteilen wollen. Das ist für immer mehr auch ein Hauptentscheidungskriterium für den neuen Arbeitgeber. Und deswegen müssen natürlich auch die Firmen da richtig gut aufgestellt sein, wie sie die Remote-Arbeiter digital abholen, wie sie sie wirklich aktiv ins Geschehen mit einbinden, dass sich alle auch zugehörig fühlen und verbunden fühlen mit den Kollegen, mit der Arbeit, mit der Firma. Und das wollen wir uns näher anschauen in unserem Beitrag nächste Woche am Donnerstag. Du hast ja eben schon einige Anforderungen genannt, die sich jetzt für die hybride Arbeitswelt stellen, die aber natürlich auch für das Remote-Arbeiten gelten. Aber was seht ihr denn, wie muss jetzt technologisch der digitale Arbeitsplatz hingeschoben, ausgerichtet, verändert werden, damit er auf dieses hybride Arbeiten jetzt bestmöglich passt? Das ist eine gute Frage, weil viele Firmen denken wirklich, dass Microsoft Teams jetzt alles für sie lösen wird, für die Zusammenarbeit, für die Collaboration. Aber wir sehen ganz klar, dass der Fokus in einem Intranet oder in einem Digital Workplace muss der Fokus auf der asynchronen Collaboration und Zusammenarbeit liegen. Und da reichen eben Tools wie Teams und Slack und Zoom und so weiter leider nicht aus, dass ich wirklich firmenweit kollaborieren kann, mich austauschen kann, netzwerken kann und, und. Und das wollen wir uns näher anschauen in dem Beitrag, genau.